Ich muss das Rad immer gegen den Wind drehen und dann rutschen die Reifen auf der glatten Oberfläche der Straße weg. Und deswegen werde ich jetzt weiter schieben. Wir sind jetzt noch 195 Kilometer bis zum Nordkap. Wir sind am 12. Oktober gestartet, Annika, Julian und ich. Das Ziel war, mit dem Fahrrad in den europäischen Teil der Arktis zu fahren und dabei letztendlich auch das Nordkap zu erreichen, also den nördlichsten per Straße zugänglichen Punkt Europas. Und damit es unterwegs zu keinen Diskussionen kommt und wir alle an einem Strang ziehen, haben wir uns vorher auf so eine Art Kodex geeinigt. Da stand unter anderem drin, dass wir jeden Tag mindestens 214 Kilometer fahren. Am ersten Tag hat es auch noch super geklappt, da waren es 231 Kilometer. Am zweiten Tag ging es dann schon deutlich zäher voran, weil Julian zwei Platten hatte und wir dann bis spät abends fahren mussten, um im Plan zu bleiben. Annika, was machen wir, wenn jemand was reparieren muss? Zuschauen. Am dritten Tag hat es den Planer leider komplett zerbröselt. Das war in Thüringen. Da waren wir in so einer Art Dritte-Welt-Restaurant, wo man das Essen nur runterbekommt, wenn man wirklich Hunger hat, richtig zum Kotzen. Und genauso schnell, wie ich es reingeschaufelt hatte, wollte es auch wieder raus. Und ich schaufle wirklich schnell. Oh shit. Und zwar quer, nimm es quer auf. Alter, Askan, ich komme mir scheiße vor, wenn ich hier stehe und filme, Mann. Während Julia und Askan direkt neben der Straße lagen, habe ich am nächsten Haus geklingelt und die, die da wohnen, waren so nett und haben mich direkt auf ihrem Klo kotzen lassen. 4 Tage hat es gedauert, bis es uns wieder einigermaßen gut ging, aber dann haben wir wieder in die Pedale getreten, als gäbe es keinen Morgen und haben jede Menge Kilometer abgerissen. In der Nähe vom Hamburger Kiez haben wir uns dann in einer niceen Pizzeria niedergelassen und während gerade die letzten Pizzareste meinen Rachen runterrutschen, hat uns Julian eröffnet, dass er sich im Laufe des Tages dazu entschieden hat, die Tour abzubrechen, was mich natürlich erstmal ziemlich angepisst hat, weil das ganz klar gegen unsere Abmachung war, dass wir das gemeinsam bis zum Ende durchziehen. Aber ich habe mir dann gedacht, gut, Annika ist ja noch dabei und die macht nicht den Eindruck, als würde sie das so einfach hinschmeißen. Askan und ich haben keine Zeit verloren, sind direkt
direkt weitergefahren Richtung Dänemark, wo es so gut lief, dass wir deutlich mehr als die 214 Tageskilometer geschafft haben und uns nur minimale Pausen zum Essen gegönnt. In Dänemark bin ich kein einziges Mal mit einem Autofahrer aneinander geraten und bei mir heißt das was. Es lag aber auch nicht unbedingt daran, dass die da besonders umsichtig fahren würden, sondern eher daran, dass es relativ viele verkehrsarme Alternativrouten gibt über Landstraßen. Außerdem haben die ein so gut ausgebautes Netz an Fahrradwegen und wenn es mal keinen Fahrradweg gibt, dann zumindest einen so breiten Seitenstreifen, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass man einen Seitenspiegel in den Nacken bekommt. Wow. Well, that's perfect. Yeah. That's yeah. Exactly how I imagined that. Oh, that's cool. Ich habe schon so viel Latte Macchiato getrunken, während Annika hier ihren Reifen repariert, dass ich schon einen umsonst bekommen habe. Gerade ist wirklich mal. Den hat er mir geschenkt. Geil. Dänemark hatte was Gemütliches, vor allem als dann dunkle Wolken aufgezogen sind und sich so ein leichter Nieselregen übers Land ergossen hat. Man muss nur gute Regenkleidung dafür haben. Was bei mir der Fall war, bei Annika nicht. Schon vor dem Frühstück war ich so durchnässt, aber wir haben es dann recht schnell nach Schweden geschafft. Und als wir die 214 Tageskilometer voll hatten, habe ich beim nächsten Haus geklingelt, wo noch Licht war. Und als die Leute gesehen haben, wie durchnässt ich war, haben sie mir sofort den Schlüssel für ihre Gartenhütte in die Hand gedrückt. Ich muss noch warten, bis ich Luft getrocknet bin, bevor ich in den Schlafsack gehe. Ich fand es toll, mal wieder auf einer richtigen Matratze zu schlafen, wo es warm und trocken ist und der Regen nicht durch die Wände gedrückt wird, wie es beim Zelt ganz oft der Fall war. Das war ganz nett dort. Trotzdem würde ich das Zelt so einer Hütte immer vorziehen, denn richtig genießen kann ich das sowieso nicht, wenn ich weiß, ich muss in 5 Stunden meinen Schlafsack wieder in die Satteltaschen stopfen und losradeln zu einer Uhrzeit, zu der ich normalerweise nicht schon wach wäre, sondern immer noch. Solche vegetarischen Schnitzelstreifen oder was das ist, Nudeln, Potage, ich glaube es sind Bohnen und Eier. Das ist so gut. Nice. Es fällt mir gar nicht schwer, auf die Annehmlichkeiten des Alltags zu verzichten. Ich kann auf ein Bett verzichten, ich kann auf frische Kleidung verzichten, ich kann definitiv auf eine Dusche verzichten und ich kann auch auf einen Großteil von meinem Schlaf verzichten. Aber worauf ich nur sehr ungern verzichte, ist Essen. Ja? Allerdings, wenn man seine mehr als 200 Kilometer am Tag fahren will, dann kann man nicht bei jedem Magengrunzen anhalten, um sich was unter die Nase zu schieben.
deckt man seinen täglichen Kalorienbedarf. Müsli mit Sahne. Wenn man eine Fahrradtour von mehr als 8000 Kilometer plant, ist es sinnvoll, sich Gedanken über die Reifen zu machen. Ich hatte schmale Reifen, die sind effizienter als dicke Reifen. Und das ist ein Vorteil, wenn man Strecke machen möchte. Aber wenn man nicht aufpasst, dann kann man von schmalen Reifen auch schnell mal zur Strecke gebracht werden. Annika, erzähl mal, was ist gerade passiert? Also, es ist die Straße jetzt gefroren, weil es saukalt ist. Und genau, gerade hat es mich voll hingelassen. Und dabei ist das Pedal gebrochen. Und was machen wir jetzt? Zum nächsten Ort fahren und schauen. Nach dem Radladen. Ja, falls es hier einen gibt. In diesen Käffern. Oh mein Gott, das ist eklig. Du meinst, ob du es einwächst? Ja, und wenn? Dann entzündet sich das. Seid doch raus. Das war dann auch die erste Nacht, wo es richtig kalt wurde, was so ätzend war. Aber es hat Aska nicht gestört. Der wollte ja unbedingt draußen schlafen. Nee, Annika, komm, wir schlafen jetzt im Zelt. Jetzt lass uns da einfach drin. Lass uns jetzt, komm. Annika, andere Richtung. Rechts rum. Rechts. Ich bin sogar innen gefroren, der Schlafsack. Ja, das taut gleich auf. Ja, dann ist nass. Ja, das verdampft gleich. Bei mir bleibt es gefroren. Der Tag drauf war ein Pausetag, zwangsweise, weil es ein Sonntag war und deswegen gab es keine Möglichkeit, Ersatzpedale für Annikas Rad aufzutreiben. Wir haben uns dann ein bisschen die City angeschaut, in der wir festsaßen. Es war langweilig. Seit ich hier in Schweden bin, habe ich das Gefühl, endlich zu Hause zu sein. Und deswegen ist auch das Nordkap für mich hinfällig geworden. Ich habe dann auch gleich beschlossen, dass ich mir hier ein kleines Haus kaufe. Leider bin ich gerade pleite. Es ist jetzt also nicht so groß, dass man drin stehen kann. Aber wenn ich mich hinlege, dann kann ich mich fast ausstrecken. Am Tag drauf haben wir dann die neuen Pedale besorgt und ein paar kleinere Reparaturen machen lassen und dann fahren wir wieder startklar. Und zack waren wir back im Beast-Mode. Ja. So ein Sturz kann einem schon den Wind aus den Segeln nehmen, aber da war es dann Zeit aufzustehen und weiterzumachen. Muss schon sagen, wenn man so ein Heldenleben führt wie ich, ist rough, aber geil. Zu dem Zeitpunkt ist es dann erst nochmal rough geworden, weil auf den nächsten paar Kilometern mein Schaltwerk den Geist aufgegeben hat und kurz drauf auch noch mein Tretlager angefangen hat zu knacken, was einem unglaublich auf die Eier gehen kann. Aber zum Glück war eine Fahrradwerkstatt um die Ecke, wo ich das direkt reparieren lassen konnte, worüber ich natürlich sehr froh war. Allerdings, wenn ich da schon geahnt hätte, dass mir später auf der Tour noch der komplette Antrieb verrecken würde, und zwar jenseits des Polarkreises, irgendwo in der Arktis, bei Schnee und Dunkelheit und Kälte, dann hätte ich mein Fahrrad vielleicht general überholen lassen sollen, um mir diesen Ärger zu ersparen. Ist Sundsvall, Motherfuckers! Alter, erster Meilenstein ist erreicht. Schreit nach einer Pizza. Die Navigations-App hat uns dann auf eine von Schwedens längsten Fernstraßen geführt, die sogenannte und als solche berüchtigte E4. Am Anfang haben wir noch endlich schöne Aussicht gehabt auf die schwedische Landschaft, auf Seen, Flüsse. Aber je später der Tag wurde, desto mehr Verkehr trat auf
Und dann waren einem die Landschaft auch irgendwann egal. So, das ist der erste Tag nach Sundsvall. Es geht mir hervorragend. Ich bin in allerbester Verfassung. Obwohl die Annika mir schon den ganzen Tag mit Nörgeleien in den Ohren liegt, dass sie nicht mehr kann und dass sie alles wehtut und dass sie nicht mehr weiß, ob sie überhaupt noch weiterfahren kann. Sie ist irgendwo da hinten auf dieser Straße und lässt auf sich warten. Kriecht schon seit Stunden im Schneckentempo dahin. Es ist grauenvoll. Und naja, ich habe mich auch schon mit dem Gedanken angefreundet, dass ich das Nordkap wahrscheinlich alleine erreichen werde. Nichtsdestotrotz kann ich es kaum erwarten, da anzukommen und die Nordkap-Skulptur mit meinem Pissstrahl als mein Revier zu markieren. Auf der E4 war der Verkehr schon heftig. Die Autos sind so nah an uns vorbeigefahren und haben einfach gar keinen Abstand gehalten. Und generell habe ich dann so etwas die Lust am Fahrradfahren verloren, dass ich mal meine Eltern angerufen habe, weil wir haben Bekannte in Schweden und dass mir meine Eltern die Nummer von denen geben, dass ich mich bei denen melden kann, dass ich zur Not bei denen unterkomme. Ja, ich weiß, ich könnte ja dann theoretisch zu denen fahren, im Zug oder sowas, aber das, weil die sind die nördlichsten, die wir kennen, oder? Ja, meine Motivation ist halt weg und wenn einem alles so weh tut, dann wird auch keine Lust mehr weiterzufahren. Auf solchen Fahrradtouren muss man natürlich immer ein gewisses Risiko einkalkulieren, gerade wenn man auf Straßen unterwegs ist wie der E4. Schon oft in Situationen gekommen, wo ich nah dran war. Oh, das tut doch wirklich weh. Ja, Annika, ich hab's dir gleich gesagt. Du hast gesagt, ich hol einen Kabelbinder. Warte, warte, hier. So. Oh mein Gott. So geht's, hä? Au. Ich hab ein Kettenmuster an meinem Finger. Warte, ist das jetzt richtig? Ist das jetzt richtig? Das wird schon richtig sein. Also, den Nietstift reindrehen. Und jetzt bricht man den ab. Ah! Ah, weg ist er. Oh, perfekt. Ja, jetzt bleibt abzuwarten, ob das so perfekt ist. So, was ist an meiner Nase jetzt? Nix. Das ist bestimmt. Oben drauf. So. It's so dangerous. And we're glad to be still alive. Because the big cars. It's so dangerous. I want to continue. It's just good to know if the possibility to go to you and stay a few days. Yesterday and today I was like, I don't want anymore, and Wenn Annika darüber gesprochen hat, dass sie die Tour abbrechen und bei ihren Bekannten unterkommen möchte, habe ich immer gedacht, so das braucht die halt als Sicherheit im Hinterkopf, um weitermachen zu können. Aber da habe ich noch nicht gewusst, wie ernst das tatsächlich noch werden würde. Meistens haben wir unter Vordächern geschlafen, weil wir nach den 214 Kilometern keine Lust mehr hatten, das Zelt aufzubauen und nach 5 Stunden Schlaf auch wieder einzurollen. Und an einer besonders kalten Nacht haben wir eine beheizte Busstation gefunden. Und weil Askan nicht nur das Fahrradfahren, sondern auch seine nervige Doku im Kopf hatte, sind wir wieder raus, um zu filmen, wie wir reingehen. Filme das bitte schön. Wir gehen nochmal raus. Raus. Gut.
gut, Mensch. Boah, das wäre ja heftig. Nein! Nein! Wie ist das jetzt passiert? War das vorher angelehnt? Ja, mein Fehler, die scheiß Tür ist ins Schloss gefallen und daraufhin mussten wir die Nacht in der Eiseskälte verbringen, hinter ein paar Mülltonnen. Das ging auch. Gut, vielleicht war da alles voller Scherben und vielleicht hat sich Annika daraufhin die Isomatte aufgeschlitzt, aber verdammt, das kann man flicken. Weiter im Norden hat dann der Verkehr nachgelassen und wir konnten von der E4 runterfahren. Allerdings wurde es dann sehr kalt und ich habe extra die wärmsten Handschuhe mitgenommen, die ich finden konnte. Nur sind mir trotzdem meine Finger abgefroren. Machst du mal navigieren und so? Annika? Rate mal, wer scheißen muss wie ein Fleischwolf? Wenn ich zu Hause bin, schlafe ich 9 oder 10 Stunden. Das brauche ich einfach, wenn ich mich halbwegs erfrischt fühlen möchte beim Aufstehen. Und umso mehr hat es mich ausgelaugt, dass wir auf der Tour so wenig geschlafen haben. Gerade in den frühen Morgenstunden sind mir häufig die Augen zugefallen beim Fahren. Deswegen habe ich dann immer vor mich hingebrüllt, weil mir das geholfen hat, mich wach zu halten. Polarkreis! Polarkreis! Was Scheiße, Alter, da steht's auch noch! Alter, egal was ich rufe, es passiert. Was könnte ich noch rufen, Annika? Kaffee! Oh ja! Bitch! Nice! Immerhin zum Polarkreis, der wurde schon wieder nacherfriert. Vom Polarkreis waren es dann noch 130 Kilometer bis zur finnischen Grenze, wo es dann nochmal richtig spannend wurde, weil wir nicht wussten, ob wir einreisen dürfen wegen Corona. Auf der finnischen Website waren nur ganz spärliche Informationen und die paar Einreisekriterien, die da aufgelistet waren, haben einen derart großen Interpretationsspielraum zugelassen, dass man sich praktisch aussuchen konnte, ob man einreiseberechtigt ist oder nicht. Und wir wussten, wenn die uns abweisen, dann müssen wir einen 700 Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen, um Finnland zu umfahren, weil das wie so eine Zacke zwischen Schweden und Norwegen ragt und nun mal auf unserem direkten Weg liegt. Und ich fahre ja gerne weit, aber aus freien Stücken und nicht zwangsweise. Yes. Germany. North Cape. Yeah, no. Why not? Because Corona. What are we supposed to do now? Go back to Sweden. I want to cross this border.
Well, you're not allowed to. Who's the boss? You or me? I'm in charge of what I'm doing. I call the shots. No. Whatever you say, it's not changing. The fact is, you cannot come into Finland. We can stay here for hours debating it. Okay. But it's not going to change. Okay, let's debate. They just called to Norway and they said no way. They're not allowing anyone from Sweden to Norway. Als die uns das gesagt haben, dass wir auch nicht nach Norwegen einreisen können, war klar, jetzt ist die Reise gelaufen, denn einen anderen Weg gibt's nicht. Ich fand das natürlich absolut inakzeptabel, denn wenn ich so ein Projekt mache wie die Nordkap-Reise, dann hänge ich da dran mit Herz und Seele und habe getan, was natürlich jeder vernünftige Mensch tun würde und habe mich geweigert, umzudrehen. Und weil wir nicht gleich Leine gezogen haben, mussten die Grenzpolizisten einen Haufen Papierkram machen, weswegen die so sauer waren, dass sie uns mit Absicht in der Kälte warten lassen haben. Das war gut, das kann man nehmen. I don't really know what, why there is nothing information in website. And I need answers in these questions. So please, could you fill? Will this make us pass? Yeah, I have to make these papers and I need this information to do the paper. No. Will this let us pass? No. Then I don't fill it in. Okay. Das ging eine Weile hin und her, bis die zuständigen Beamten beschlossen haben, sich mit beleidigten Gesichtern in ihrem beheizten Container einzuschließen, um uns mürbe zu machen. Da habe ich mir gedacht, nicht mit mir. Is there a law against shouting? You don't think so, or? Ah! There is no law against shouting, I heard. He told me. Yeah. So I'm allowed to. Yeah. Ah! Plötzlich ging es dann doch ganz schnell mit dem Papierkram. Jedenfalls sind wir dann umgedreht, zurück nach Schweden gefahren und wussten, die Tour ist vorbei. Ja, ist schon sehr kacke gewesen, aber eigentlich war ich schon so ein bisschen froh, weil es war schon heftig mit der ständigen Dunkelheit und der Glätte. Und das ist auch schon ganz cool, bis zum Polarkreis gefahren zu sein. Ich habe dann beschlossen, scheiß drauf, irgendwie packen wir es ans Nordkap und dazu müssen wir uns erstmal Zutritt nach Finnland verschaffen. Die einzige Schwierigkeit war nur, dass die Grenze zwischen Schweden und Finnland ein Fluss ist. Also haben wir uns eine Säge besorgt und ein paar hundert Meter Schnur und dann haben wir uns auf die Suche nach einer möglichst abgelegenen Stelle am Fluss gemacht, um dort ein Floß zu bauen und damit Finnland auf dem Wasserweg zu entern. So, und wieder stehen wir hier am Scheideweg. Hier geht's rüber nach Finnland, aber wir fahren diesmal geradeaus weiter. Da hinten läuft Annika schon rum. Ich glaube, die hat da gerade irgendwas entdeckt. Vielleicht geht sie pissen oder scheißen. Finnland ist für uns geschlossen. Das mit dem Floß war schon ein bisschen arg krass und der Floß ist einfach bei 200 Meter breit, eine Anti-Strömung und teilweise sind sogar Eisschollen drauf geschwommen. Und eine Einheimische hat uns sogar gesagt, dass da regelmäßig Leute ertrinken. Thank you.
Hallo Annika. Heute haben wir uns ein Zwei-Zimmer-Apartment gesucht. Das ist Annikas Zimmer. Bett, Waschbecken, Heizung. Und hier geht's in mein Zimmer. Auch Bett, Waschbecken, Heizung. Und ich habe sogar einen Esstisch. Und da steht das Abendessen schon bereit. Ich wollte Leib und Leben nicht aufs Spiel setzen, ohne vorher sicher zu sein, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt. Deswegen habe ich dann beschlossen, höchstpersönlich nochmal mit Norwegen in Kontakt zu treten und zu fragen, ob wir denn tatsächlich nicht einreisen können. Denn ich dachte, vielleicht haben die finnischen Border Guards uns einfach nur Märchen erzählt, um sich bei uns zu rächen. I'm a cyclist with two people from Germany, currently in Sweden. And we are close to the Finnish border. They don't want to let us enter. And they told us that we also can't enter Norway. Neither with quarantine nor anyway. Are you going to cycle to Nordkap? Or? Yeah, we want to go to Nordkap. How do you know this? How do you know this? just guess. I've talked to some colleagues of mine. You must call the hotels either in Narvik or Bedrick. All right. So we have to have a proof that we show at the border the email of the booking confirmation, and then they're going to let us enter, and we can go there by bike. Yeah. All right. That's cool. Yeah. Thanks for your time. Thanks for the information. Have a nice day. Bye. Einreise war zwar an eine 10-tägige Quarantänepflicht geknüpft, trotzdem waren wir mal wieder zurück im Spiel. Ich wollte gleich los, allerdings hat Annika dann plötzlich gemeint, dass sie die Reise abbrechen möchte, was natürlich erstmal zu einer Diskussion geführt hat. Ich bin dann doch noch weiter gefahren, aber in dem Norden oben, da fahren gar keine Räumfahrzeuge mehr. Deswegen waren die Straßen voller Eis und mega glatt. Und ich hatte letztes Jahr schon einen schlimmen Sturz, wo ich mir das Bein dreimal gebrochen habe. Und deswegen hatte ich so Schiss, dass ich mich dann dazu entschlossen habe, abzubrechen in der nächstgrößeren Stadt. Scheiße. Aber wird mich ja wohl kaum aufhalten. Unsere Wege haben sich also getrennt, auch erstmal nicht im Guten. Ich habe auf unsere Abmachung beharrt, dass bis zum Ende durchgezogen wird. Sie hat es natürlich anders gesehen. Jedenfalls musste ich mich dann damit anfreunden, alleine unterwegs zu sein, und habe mich auch sehr schnell drauf eingegroovt, was vielleicht auch daran lag, dass ich absolut hyped war, weil ich wusste, dass ich endlich nach Norwegen einreisen kann. Hinter der Grenze musste ich dann erstmal ein paar Kilometer schieben, weil die Straßen spiegelglatt waren und ich da im Schneesturm nur noch mit einem schlenkernden Lenker hätte fahren können und die Reifen sofort weggerutscht wären. Aber es ist dann auch irgendwann wieder ein Schneepflug gefahren, der hat die Oberfläche aufgeraut und dann hatte ich wieder Grip.
nach 28 Tagen ohne jegliche Körperhygiene habe ich dann die Quarantäne genutzt, mich mal unter die Dusche zu stellen. Kleidung habe ich auch gleich angelassen, weil ich die da nicht noch separat waschen musste. Und saß dann 10 Tage in meinem Hotelzimmer und konnte erst Mitte November weiterfahren. Und dann hatte ich noch so 700 oder 800 Kilometer vor mir. Zum Glück ist das Wetter dann auch wieder etwas charakteristischer geworden für die Arktis und für die Jahreszeit. Und es ist mal wieder ein bisschen Wasser vom Himmel gekommen. Und zwar in Form von Schnee. I just don't know how I'll make it through this snowy road. Mitten in der Nacht, mitten in den Bergen, habe ich auf der Suche nach einem Schlafplatz einen kleinen Baucontainer gefunden. Habe ich den genau in Augenschein genommen und dann sehe ich, da steckt ein Schlüssel. Habe ich mich da reingelegt und habe es mir gemütlich gemacht, während draußen der Sturm gewütet hat. Und viel später, ich habe schon lange geschlafen, höre ich plötzlich Schritte und Stimmen. Und zuerst dachte ich, ich vermische meine Träume mit der Realität. Aber plötzlich reißt jemand die Tür auf und draußen stehen zwei Polizisten und sagen, sie haben gehört, dass ein vollkommen wahnsinnig gewordener versucht, mit dem Fahrrad nachts beim Schneesturm über die Berge zu fahren und sie wollten sehen, ob ich noch im Leben bin. Und da habe ich mich natürlich überschwänglich bei denen bedankt, dass sie da stundenlang nach mir gesucht haben, aber ihnen auch klar gemacht, sodass alles in Ordnung ist bei mir und dann sind sie auch wieder gefahren. I take a step out from my door and try to face the weather, hoping that I'll find a little more than just a maze of hedges. Crazy tremors, sweaty pores, I feel the pain is endless. Tell me, will I ever make it through this stormy haze of relish? Yeah, I feel I'm in a game of Tetris. Every block they throwing at me is like a wall I cannot break. Straße hier ist nahezu unpassierbar. Wegen dem Seitenwind. Ich muss das Rad immer gegen die Wind stehlen und dann auf der glatten Oberfläche der Straße weg. Und deswegen werde ich jetzt weiter schieben, bis ich jetzt noch 195 Kilometer bis zum Nordkap. Just don't know how I'll make it through this snowy road. Das hier sollte nicht passieren. Hier sollte ja eigentlich ein Widerstand drauf sein. Irgendwas greift hier nicht mehr. Die Pedale drehen einfach durch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und
werde jetzt mal hier das alles demontieren. Ich glaube, die Ritzel sind locker. Der ganze Zahnkranz hier hinten. Wenn ich Glück habe, ich habe eine Stecknuss dabei, kann ich das einfach wieder festziehen. Wenn nicht, dann dann kostet mich das ein paar Tage. Ein Ersatzteil aufzutreiben oder weiß Gott was zu machen, denn ein Fahrradgeschäft gibt es hier nicht in der Nähe. Ich war eigentlich schon in Triumphlaune, weil mir nur noch 130 Kilometer zum Nordkap gefehlt haben. Und dann stand ich da mit einem kaputten Antrieb und habe gedacht, habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ja, es hat sich angefühlt wie ein abgewürgter Orgasmus. Aber was willst du machen? Es kann sein, dass irgendwo da drin das Problem liegt. Aber das werde ich jetzt gleich rausfinden. Ich wünschte, ich wüsste, wonach ich schauen muss. Ich habe nämlich keinen blassen Dunst. Da ich in mechanischen Belangen so geschickt bin wie ein Stück Scheiße, habe ich dann jemanden angerufen, der ein absolutes Brain ist in Sachen Tüfteleien, nämlich Dr. S., mit dem ich vor ein paar Jahren auch schon mal eine dicke, fette Fahrradtour nach China gemacht habe. Das ist zu feine Mechanik, um da irgendwas zu machen. Könntest du da den ganzen Ritzel mit Kabelbinder die Speichen machen, da blockierst du einfach das Ritzel. Okay. Da kann man ja nicht aufhören zu treten. Ach, das dreht sich die ganze Zeit mit dann? Ja, ja, genau. Ah. Darum kannst du auch so bremsen quasi. Ja, ja. Also du nicht mit deinem Schwert. So, dann schauen wir mal, ob die Idee von Dr. S. mit den Kabelbindern funktioniert. Das hält! Bitch! Und es wackelt nix, ist bombenfest. Oh, das hier nicht so, ja, da muss ich aber hier oben nochmal nachziehen wahrscheinlich dann. Die Idee von Dr. S. war natürlich genial, allerdings waren die Kabelbinder zu schwach, sind sofort gerissen, wenn ich in die Pedale getreten habe. Deswegen bin ich dann ein Stück zurück zum letzten Dorf. Auf dem Weg dahin habe ich auch endlich mal Polarlichter gesehen, die ich natürlich auch gleich fotografiert habe, wie so ein Vollblut-Tourist. Habe dann mein Zelt aufgebaut und am nächsten Tag habe ich im nächstgelegenen Sportgeschäft angerufen, um Ersatzteile zu bestellen. I'll need a complete new back wheel, 29 inches, so I need a very stable rim and stable spokes. 7 days, okay. Okay. Das Sportgeschäft ist nicht so weit vom Nordkap, es lag also auf meiner Route und ich musste keinen Umweg deswegen machen. Allerdings war ich halt noch genau 100 Kilometer davon entfernt, die ich natürlich nur schieben konnte. Und auf diesen 100 Kilometern gibt es halt kein einziges Dorf. Deswegen habe ich mir fürs Wochenende erstmal noch einen Schlafplatz gesucht, um mich am Montag im Supermarkt mit Essen einzudecken für diesen Marsch. Übrigens hatte da schon die Polarnacht angefangen, das heißt, die Sonne schafft es nicht mehr über den Horizont und man hat dann selbst zur Mittagszeit nur so eine Art Dämmerung und um 14.30 Uhr ist es dann schon zappenduster, deswegen bin ich auch immer ganz früh aufgestanden, oft schon vor 3 Uhr morgens, weil ich wusste, wenn nachmittags die Sonne untergeht, habe ich schon einen Großteil meiner Kilometer geschafft. Ein gutes Gefühl, nach diesem Wochenende im Kühltruck wieder on the road zu sein.
seit über 9 Stunden konstant unterwegs, habe jetzt fast 60 Kilometer auf der Uhr und überlege schon die ganze Zeit nach Möglichkeiten, wie ich das ein bisschen beschleunigen kann. Und deswegen werde ich jetzt mit dem Innenbus hier mal den Sattel ein bisschen niedriger stellen. Okay, ja, es walkt sich ganz gut. Ich komme nicht ganz auf den Boden. Okay, um ehrlich zu sein, es ist richtig scheiße. Ich hoffe, ich kriege den Sattel jetzt wieder so weit rauf, wie er gehört. Auf dieser 100 Kilometer Schiebeetappe musste ich auch den Nordkap-Tunnel durchqueren, was definitiv der spektakulärste Tunnel ist, in dem ich je war, denn der ist fast 7 Kilometer lang und verläuft mehr als 200 Meter unterm Meeresspiegel vom Nordpolarmeer. Hier unten atmet man besser durch die Nase. Ziemlicher Staub hier. Kann man die Zähne knirschen hören, wenn man sie übereinander reibt. Nach 16 Stunden Schieben, Rollen und Rollern hatte ich die 100 Kilometer dann endlich hinter mich gebracht. Hab dann noch 3 Tage unter einer Art Carport ausgeharrt und bin dann pünktlich zum Liefertermin der Ersatzteile ins Sportgeschäft rüber spaziert. Hab mich natürlich wie ein Wahnsinniger gefreut. Es hat sich dann nur leider herausgestellt, dass es die falschen Teile sind. Das neue Hinterrad war nicht mit meinem Fahrrad kompatibel. Und es hätte halt nochmal 7 Tage gedauert, Neues zu bestellen. Und deswegen war dann der Inhaber von dem Laden so nett, mir aus einem seiner Fahrräder ein Hinterrad auszubauen und bei mir zu montieren. Sure, it's gonna work. Yeah, it's a little bit loose. Yeah, some part is inside this one. Maybe we can tie it. Yeah, all together, yeah. Yeah, I just have to see if I have. So, für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, alle Hindernisse habe ich hinter mir gelassen. Mein Bike ist repariert. 9 Teile funktionieren kaum, aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei, aber es ist scheißegal, Alter. Ich bin nämlich kurz davor, das hier zu Ende zu bringen. Noch 1,5 Stunden Fahrt und dann stehe ich am Nordkap. Noch 10 Kilometer und ich muss jetzt noch mal schieben, weil die Straße hier eine einzige Eisfläche ist. Aber ich bin bereit, alles in Kauf zu nehmen auf diesem letzten kleinen Stück, weil ich auch nackt weiter marschieren, was ziemlich epochal wäre. Schon stockfinster gewesen, ist auch noch mal ein bisschen Wind aufgekommen und plötzlich sehe ich ein Schild aus der Dunkelheit tauchen mit der Aufschrift Nordkap. Und da waren es dann nur noch ein paar Augenblicke und schon bin ich auf die Nordkap-Skulptur zugefahren, das Wahrzeichen vom Nordkap, die letzten Meter von meinem 4488 Kilometer langen Hinweg, was ein ziemlich erhebendes Gefühl war. Bin dann abgesprungen von meinem Fahrrad und habe den nördlichsten Punkt Europas geentert, wie der Auserwählte persönlich.
mit einem kleinen Siegestanz. Ich habe dann noch ganze 7 Tage am Nordkap verbracht, einfach um den Triumph ein bisschen auszukosten. Habe mich dann Anfang Dezember wieder auf den Sattel gesetzt und bin innerhalb von 20 Tagen nochmal über 4000 Kilometer bis zurück nach Hause geradelt. Wen diese Rückreise interessiert, der findet es unter meinen Story-Highlights auf Instagram. Und wenn du schon dabei bist, dann kannst du mich auch gleich auf Instagram abonnieren. Da bleibst du nämlich immer auf dem allerneuesten Stand über meine Fahrradtouren. Und für weitere Dokus wie diese hier, abonniere den YouTube-Kanal hier samt Glocke und lass mir ein Like da. Peace out! Thank you.